Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtfachs Kulturvermittlung am Gymnasium Schillerstraße haben sich während des letzten Schuljahres mit dem Annenaltar von Wolf Huber beschäftigt. Dieser Altar mit seinen mysteriösen, verschwindenden Seitentafeln hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Im Rahmen des 800-Jahre-Jubiläums in Feldkirch hat sich die Klasse entschieden, das kulturelle Erbe für Junge zugänglich zu machen. Die Reise des Altars ist so faszinierend, dass sie einen wichtigen Platz in der Ausstellung einnimmt. Vor etwa 500 Jahren hat die Annenbruderschaft den Altar bei Wolf Huber in Passau in Auftrag gegeben. 1827 wurde der Dom renoviert und der Altar auseinandergenommen. Dabei sind die beiden Seitentafeln verloren gegangen. Und dann, 1953, gab es einen Sensationsfund im Kloster Riedenburg. Die Seitentafeln wurden entdeckt. Nach langem Hin und Her und vielen Angeboten von Liechtenstein bis Mexiko steht der Altar wieder an seinem ursprünglichen Platz im Feldkircher Dom. Wolf Huber verlegt das religiöse Geschehen von damals ins heutige Feldkirch. Diese Ansichtsweise wollten die Schülerinnen und Schüler mit der Nachstellung des Altarbilds verdeutlichen. Während der Recherche sind sie auch auf andere Kunstwerke von Wolf Huber gestoßen, wie zum Beispiel der Holzschnitt Der Traum des Paares. Er steht für ein neues Weltbild, das den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Die Zeichnungen stellen die Interpretationen der Schülerinnen und Schüler zum Thema Akt dar. Wolf Huber stammt aus Feldkirch und hat in Passau eine große Karriere als Maler und Baumeister gemacht. Er ist ein Vertreter der Donauschule, die sich in ihrer Kunst stark mit Landschaftsmalerei beschäftigt hat. Der Annenaltar ist sein Hauptwerk. Her death shall have no dominion. Dead men naked they shall be one with man and wind and the west moon, where the bones are picked clean, clean bones gone.